Jo, herzlich willkommen zurück bei der Elder Scrolls Online. Wir sind hier in einem Orkendorf in Gradwald. Hier drüben, wie heißt das gleich wieder? Remansdruck. Wir haben in der letzten Folge ermittelt, die Bewohner sind vergiftet Bagax worden. Bagax spuckt auf seine eigene Ehre. Die Festung vergiften? Er ist nicht besser als die Banditen. Ja, und das hier ist die Folge gewiss. Was schlagt ihr vor? Ich muss hier bleiben und zusehen, dass mein Mann sich erholt. Falls ihr dazu bereit wärt, solltet ihr Gagak aufspüren und seinem Wahnsinn ein Ende machen. Wo könnte Gagak sein? Sharnak meinte, die meisten Angriffe wären von Norden her erfolgt. Es gibt mehrere Höhlen, eine alte Mine und einen verfallenen kaiserlichen Turm in dieser Richtung. Wenn ihr Gagak findet, dann tut alles, was ihr tun müsst, um ihn aufzuhalten. Ihr habt dafür alle Befugnisse meines Mannes und meine Befugnisse. Ich werde Gagak aufhalten. Den Dialog hatten wir Ende der letzten Folge schon mal gehört. Egal, ich brauche ihn am Anfang der Folge, sonst fehlt irgendwie was. Kann schon mal passieren, dass mir das verliert, aber letztes Mal habe ich den Dialog abgebrochen, damit ich ihn nochmal abspielen kann im neuen Video. Okay, die stehen hier Wache, das ist gut. Vielleicht brauche ich sie mal für irgendwas. Rot, sondern Brigantin. Das ist eine von den. Von den Schurken. Feindlich auch noch. Ja, deswegen jetzt mal. Und tschüss. Sucht nach Gaga. Für einen Moment, ich sollte vielleicht die Quest mal aktiv schalten. Moment, das machen wir anders. Erstmal diesen hier. Dann standhafter Schutz und ein bisschen Klingenzauber. Tja. Er ist was anders als Bandit geworden. Gargak. Der schaut nicht aus, als ob er mich angreifen würde. Was haben wir denn hier? Ich bin hier im Namen der Festung Borgenbiss. Kennt ihr den Kodex von Mauloch? Es ist ein einfacher Kodex, aber ich lebe nach ihm. Du sollst nicht stehlen, also bemühe ich mich um Eroberungen. Du sollst die von deinem Blut nicht töten. Und niemand von ihnen ist durch meine Angriffe umgekommen. Du sollst nicht ohne Grund angreifen. Aber ich habe mehr als genug Gründe. Auslegungssache, ne? Warum habt ihr einen Grund, euer eigenes Volk anzugreifen? Als mein Vater verstarb, sollte ich sein rechtmäßiger Nachfolger werden. Doch dann hat mein kleiner Bruder mich um die Führung der Festung herausgefordert. Zwei Intrigantinnen haben ihn dazu angestiftet, damit er sie zu seinem Jagdweib und seinem Schmiedeweib macht. Sie wussten, dass ich sie nicht respektierte. Die Niederlage bei eurer Herausforderung entschuldigt nicht, was ihr getan habt. Nicht durch das Geschick meines Bruders. Sein zukünftiges Schmiedeweib bestand darauf, dass wir gleiche Waffen verwenden. Als wir kämpften, wurde mir schwindlig. Meine Hände brannten und ich konnte kaum das Heft halten. Doch ich kämpfte weiter und war kurz davor, meinen Bruder niederzustrecken, als mein Schwert zersplitterte. Ihr glaubt, dass die Klinge sabotiert wurde? Es gibt keine andere Erklärung. Das Jagdweib hat den Griff vergiftet und das Schmiedeweib sorgte für eine Klinge, die in ihrem ersten Gefecht zerbrach. Mein Bruder muss es gewusst haben. Ich hörte, sie wären letzten Monat bei irgendeinem Brand gestorben. Eine Schande, dass sie nicht sehen werden, wie ich Rache nehme. Gibt es denn keinen Weg, weiteres Blutvergießen zu verhindern, oder? Diese Angelegenheit kann nur in eurem Tod enden. Ich wüsste nicht, wie. Es ist mein Geburtsrecht zu herrschen und mein Bruder steht mir im Weg. Warum über die Festung Borgenbiss herrschen? Warum nicht hier? Was meint ihr damit? Ich soll meine Söldner hier in diesem Turm ansiedeln? Er hat sicher eine zentrale Lage. Er überblickt einen Engpass zu allen Ecken von Walenwald. Aber nein, ich bin ein Ork von Remanstrug. Ohne eine Mine, in der man Erz abbauen kann, wäre ich nichts neben meinem Bruder. Moramat meinte, es gäbe in der Nähe eine kaiserliche Mine.
Eine erschöpfte kaiserliche Miene, soweit ich weiß. Und sie ist mit Trollen verseucht. Es wird kein leichtes Unterfangen, sie zu verscheuchen. Oha. Ich schätze, dass ich meinen Bruder in der Festung verrotten lassen kann, falls es Erz in der Mine gibt. Aber ich bräuchte Beweise dafür. Wenn ich es mir recht überlege, werde ich euch lieber einfach töten. Nee, das mache ich nicht. Ich nehme die diplomatische Lösung. Ich werde die Mine nach Erz absuchen. Und ich werde jemanden, dem ich vertraue, losschicken, um euch an der Mine zu treffen. Ich kann mich nicht einfach auf euer Wort verlassen. Ich bin sicher, dass ihr das versteht. Jo. Aber ich werde meine Söldner zurückhalten, bis wir herausfinden, ob es Erz in dieser Mine gibt. Das schwöre ich euch. Ja, das ist doch mein Anfang. Das klingt doch vernünftig. Okay. Ich denke, du hältst deine Söldner zurück. Das stelle ich mir aber anders vor. Auf die Seite! Das habe ich echt gedacht, die sind jetzt erstmal nicht mehr feindlich. Hab mich da drauf verlassen. Boah. Sowas aber auch. Ja gut. Meine Aufgabe ist nicht Söldner killen, sondern die Mine inspizieren. Deswegen Schleichmodus rein und durch. Trolle wahrscheinlich wieder mit, ja, 5000, ja, das geht ja noch. Den muss ich jetzt nicht umbügeln, das geht auch so. Aber die, wenn die da drin sind, wie mir gerade gesagt wurde, könnte das hier noch was werden. Hätte nicht erwartet, euch wiederzusehen. Spricht mit Rakatz. Ah, das ist die geflohene, das kleine Lehrmädel. Ja, aber wo ist er denn? Also, ich hätte nur einen Moment warten müssen, bis die Grafik aktualisiert. Ich bin froh, dass ihr wegen Gargak zu Sinnen gekommen seid. Er hat mich gebeten, gefundenes Erz zu prüfen. Bringen wir es hinter uns. Los geht's. Sucht nach Erzadern. Wie schaut das auf der Map aus? Jo, ist recht überschaubar. Hoppala, nein, ich brauche es mal. Schön, dass meine Waffe so eine gute Reichweite haben. Jo, lösbare Aufgabe. Solange sie alleine kommen. Zwei möchte ich jetzt nicht unbedingt bekämpfen müssen. Dann höhere Verteidigung rein und auf geht's. So, jetzt brauche ich erstmal kurz ein bisschen Lebenspunkte. Also das kann durchaus schief gehen. Ich sollte sie mit dem gebührenden Respekt betrachten. Einer, zwei Trolle. Das war der falsche Skill. Den brauche ich und... raus aus dem Kreis, den Kerl ausspinnen lassen. Ja, und den Bügel... Ne, Moment. Ja gut, hilft nichts. Da hätte ich jetzt vielleicht erstmal warten sollen. So, alternatives Waffenset. So. Gut. Das sollten sie gewesen sein. Ich glaube, mehr gibt es nicht. Dann haben wir, juhu, eine Erzader. Eine. Ein Stück Erz. Da wird er sich aber freuen.
Was haben wir denn da? Das ist Eisenerz. Ich werde ein paar Proben nehmen. Geht und sagt Gargak, dass wir mit diesem Erz die besten Waffen in Gradwald haben werden. Mit Eisenerz ist schon klar. Ja gut, wenn man davon ausgeht, dass normalerweise Gradwald Level, was weiß ich, Level 10 Gebiet ist, wenn man im Altmeri Dominion als Anfänger ist. Es ist ja nur für uns Veteran 2 Gebiet, weil wir Dolchstütz sind und da für Level 10 ist Eisenerz ja doch noch brauchbar, ne? Gut. Sieht so aus, als ob die Quest hier ein gutes Ende nimmt. Der Stamm wird jetzt einfach geteilt, wenn ich das richtig sehe. Kehrt zu Gargak zurück. Gut, dann tun wir das im Schleichmodus. Sind die noch feindlich? Nein, die sind jetzt nicht mehr feindlich. Gut. Und nun? Habt ihr mir Beweise gebracht? Was hat Rakas gesagt? Rakas meinte, er würde die besten Waffen in Gradwald haben. Sie würde so etwas nicht ohne Grund sagen. Mit hochwertigem Metall könnte ich diesen Turm als mein neues Heim instand setzen lassen und noch mehr Gewinne einfahren als mein Bruder mit seinem Zinn. Ich bin ein Ork, der sein Wort hält. Mein Streit mit Borkenbiss endet hier und heute. Sehr schön, Quest abschließen. So. Hast du noch was zu sagen? Hallo, Fremdländerin. Ich erinnere mich an eure Worte. Es ist eine belebende Herausforderung, mein eigenes Reich zu errichten. Na, siehst du, und eine kaiserliche Rüstung hat er auch an, ne? Dann werde ich mal gucken, ob die da drüben was zu sagen haben. Kann sein, dass denen das jetzt gar nicht ins Konzept passt. Aber gut, das hätten sie vorher wissen müssen. Ey, Truhe. Okay, die haben Schwein gejagt. Und geknackt. 915 Veteranpunkte. Theoretisch wäre es ja möglich, nur mit Truhen öffnen zu leveln, aber das wäre natürlich ein bisschen anstrengend. Ja, die sind zumindest nicht feindlich. Hätte sein können, dass die jetzt sauer auf mich sind. Weil ich das so gelöst habe. Ja. Jetzt bin ich aber echt neugierig. Die Vergangenheit ist mir egal. Noch mehr Erz, um unser Lager zu verstärken? Das ist gut. Apropos verstärken. Keiner bearbeitet Plattenrüstung wie ich. Ja. Wir verkaufen mal den Crepe, reparieren mal bei der Gelegenheit. Und... den Verkäufer brauche ich nicht. Dann das Zeug. Warte mal, da war doch gerade was zum Verkaufen. Das brauche ich nicht. Da war doch noch was zum Analysieren. Flammenstab, ja, nee. Und mittlere Rüstung. Nö, ist nicht ihr Geschäft. Den weg. Und gutes, sauberes Inventar haben wir wieder. Und jetzt würde mich doch mal interessieren, ob hier wieder alles seinen... Was wollt ihr? So, sprich mal mit Moramat nochmal. Gargak war ein dickköpfiger Narr. Ihn einfach von seinem Rücktritt überzeugen?
Solche Weisheit. Wir könnten alle von euch lernen. Da siehst du mal. Unsere Feuer stehen euch zur Verfügung. Egal ob Schmiede oder Herd. Ihr seid immer in Remans Trug willkommen. Schön. Und hat der Schamane auch noch was zu sagen? Moment, da ist noch was. Liste der Schamanen. Benötigte Proben Wasser, Brunnen, Essen von örtlichen. Ja, das kennen wir schon. Die haben wir schon besorgt. Jo, ich dachte, es wäre jetzt was Quest-Relevantes. Aufstieg und Fall von Remans Trug. Ich blätter das mal für euch durch. Es sind bloß die Seiten. Wenn euch der Inhalt von dem Buch interessiert, ihr wisst, wie das läuft. Pause-Taste. Ihr seid schlau. Ich dachte, alles würde in Blutvergießen enden. Den angeschlagenen Stolz eines Orks gegen ihn zu verwenden, ist keine einfache Aufgabe. Jo, dann liegen die hier noch krank in den Betten, hier nicht mehr. Die sind alle wieder auf den Beinen, das ist der Häuptling. Ich habe nicht gedacht, dass etwas außer meinem Tod Gargaks Blutdurst befriedigen würde. Wir könnten uns trotzdem noch eines Tages in die Gurgel gehen, aber im Moment können wir ein wenig Frieden genießen. Wir stehen tief in eurer Schuld. Ja, das tut ihr allerdings, ne? Ich fürchte auch, dass dieser Frieden nicht von Dauer sein soll, sonst wären ja keine Orks. Wenn die das auf sich sitzen ließen. Ich könnte fauchen vor Wut. Was? Grinst du, Lurusev? Schnatz. Habe gehört, dass Gargak noch lebt. Etwas mit einer Miene. Es ist mir gleich. Fühlt sich immer noch so an, als ob eine Schlange in meinen Gedärmen wäre. Wenn ich ihn jemals treffe, nur er und ich, werde ich ihm zeigen, wie sehr ich das mag. Mit bestimmt eine nette Prügelei. Weniger Tote sind weniger Tote. Mehr Mäuler zu stopfen. Aber das ist in Ordnung für mich. Hungrig? Damit kann ich euch helfen. Nett. Geronnener Grammflasche, alte kalte Fischstäbchen, Schenkel, Kartoffelpastete von vorgestern. Danke, aber nein, danke. Okay. Dieser verräterische Bastard Montclair versteckt sich auf der Unheilsklippe. Was Berichten von der Front zufolge hat die Wache den verhüllten Pass jetzt wieder im Griff. Montclair ist doch eine Dolchstürz-Geschichte. Ich werde mir einen Übungspartner aus Gargaks Truppe suchen. Ohne ihr wird es keiner mit mir aufnehmen können. Dann, ja, die Sache mit Montclair sollte eigentlich die Typen im Altmeridominion gar nicht berühren. Das war nämlich hier in Kluftspitze, die Hauptquestreihe von Kluftspitze. So, hat der Dödel davon auch noch was zu melden? Keine Banditen mehr zu bekämpfen. Naja, es ist in Ordnung. Hatte sowieso keinen Platz mehr für Kerben auf meiner Klinge. Okay, gut, das wäre also erledigt. Aber, sollte ich nicht einen Erfolg haben? Schließe 38 Quests in Grad, weil den habe ich wohl verpennt vorhin. Ja, den Erfolg habe ich gemeint. Wir haben jetzt, so wie es ausschaut, alle Quests in Grad, weil erledigt. Zumindest alle relevanten. Ich kann mir nicht vorstellen, weil ich habe die Karte schon mal abgesucht. Zuvor mal bin ich den Wegen mal gefolgt und auch mal so durchgeritten. Das ist ein Dolmen, das ist jetzt hier, das ist ein Gruppenboss. Ich glaube, ich habe hier alles. Okay, damit wäre Gradwald eigentlich abgeschlossen. Velaya hat noch eine Quest, die ich euch demnächst noch zeigen werde. Und zwar hier bei Narrengold. Das war eine recht interessante Geschichte. Die werde ich euch auf jeden Fall noch zeigen. Die heutige Folge wird damit halt einfach mal ein bisschen kürzer. Dafür war die letzte 5 Minuten länger. Ich sag mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.